Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney weiter. Wir haben beim letzten Mal die Neuigkeit erfahren, dass Sophie die Tochter des Schöpfers ist. Nebenbei haben wir mitbekommen, wie Layton, Luke und der Schöpfer sich ein ganz klein bisschen unterhalten. Und wir wollen jetzt mit Phoenix und Maya losziehen, um Informationen über diesen ungeklärten Vorfall von vor 3 Monaten zu sammeln, weil wir uns da darüber hinaus Informationen erhoffen, über die große Hexe Arcana. So, Punkt. Weiter im Text. Der einzige ungeklärte magische Vorfall der Stadt. Ich bin mir sicher, dass sie sagte, ein Alchemist hat durch eine Hexe sein Leben verloren. Ein Alchemist? Das hört sich ein bisschen verdächtig an, finde ich. Das hast du von Großinquisitorin Gloria, richtig? Ja, als ich nach Nora gesucht habe. Ich wollte es dir erzählen, habe es aber total vergessen. Der einzige ungeklärte Vorfall, was? Kein Zweifel, das klingt verdächtig. Das könnte genau die Spur sein, die uns zur großen Hexe führt. Also los! Lass uns diesen Vorfall untersuchen. Wir schaffen das. Na sicher. Also, ich schätze, wir sollten zuerst den Raum der Inquisitoren überprüfen. Oder? Vielleicht finden wir gleich etwas heraus. Klar, lass uns gehen. Auf der anderen Seite erfahren wir vielleicht gleich, wie unerwünscht wir sind. Hey, komm schon, Nick. Genug von deiner pessimistischen Haltung. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich glaube, mittlerweile kennt sie uns so gut, dass sie sogar unsere Gedanken weitestgehend lesen kann. So, okay, dann gehen wir mal zum Raum der Inquisitoren. Und gucken mal, wer überhaupt da ist. Vielleicht ist ja gar niemand anwesend. Okay, zumindest einer ist anwesend. Hey, dieses aggressive Bellen. Bitte sag mir, dass das nicht... Hallo, Phosphor. Ah, der kleine Phosphor. Der freut sich aber, uns zu sehen. Wenn ich das doch bloß von mir behaupten könnte. Wer einmal beißt, dem glaubt man nicht. Das trifft hier wohl eher zu. Findest du? Ich weiß nicht. Wenn du mich fragst, sieht Phosphor heute viel netter aus. Siehst du? Los, Nick, streichel ihn mal. Ja, dieser Köter hasst mich wirklich. Sieh an, sieh an. Wenn das nicht der werte Herr Blaurock ist. Was genau treibt ihr da auf allen Vieren? Oh, Inquisitor Flamberg. Schön euch wiederzusehen. Eigentlich würden wir euch gern etwas fragen. Na los, Nick, steh schon auf. Oh, dem Besitzer von diesem Köter würde ich gern mal gegenüberstehen. Wie töricht. Phosphor ist mein Hund. Ein wahrer Kamerad. Er verschwendet keine Zeit damit, seine Zähne in euresgleichen zu stoßen. Ich hab's geahnt. Phosphor ist wirklich euer Hund, was? Der Typ hat echt Nerven. Guckt seelenruhig zu, wie sein Hund Leute beißt. Ich meine mich beißt. Macht euch nichts daraus. Worüber wollt ihr sprechen? Fasst euch nur kurz, werter Herr Blaurock. Ihr Inquisitoren untersucht doch magische Vorfälle in dieser Stadt, nicht wahr? Ja, natürlich. Wenn es euch recht ist, würden wir euch gern zu dem ungeklärten Vorfall befragen. Eines dürft ihr niemals vergessen. Die Ritter der Inquisition leisten überragende Arbeit. Ah, richtig. Die Inquisitoren behandeln alle magischen, von Hexen verübten Vorfälle. Ausnahmslos. Sprach er mit dem üblichen ruhigen und gefassten Hauch von Selbstsicherheit. Interessant. Wisst ihr, wir haben etwas anderes gehört.
Anscheinend ist ein bestimmter Vorfall immer noch ungeklärt. Irgendwas mit einem Alchemisten, der umgebracht wurde. Kommt euch das bekannt vor? Was? Von wem habt ihr diese Informationen? Wir, naja, von Großinquisitorin Gloria. Warum zum Henker sagt ihr das nicht gleich? Das hätte uns Zeit erspart. Hä? Ist doch nicht meine Schuld. Die Großinquisitorin bringt mich in Verlegenheit, derartige Informationen zu euresgleichen durchsickern zu lassen. Nun ja, ich nehme an, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch die ganze Wahrheit zu sagen. Schließlich mache ich keine halben Sachen. Tut euch keinen Zwang an. Wir sind ganz Ohr. Vor 3 Monaten wurde ein Alchemist getötet, der in der Nähe des Stadtplatzes wohnte. Entschuldigung, Inquisitor Flamberg, ich komme schon nicht mehr mit. Gibt es einen Unterschied zwischen Alchemie und Magie? In solch komplizierten Angelegenheiten nützt es nichts, mich zu fragen. Hä? Die Stadtbewohner scheinen ihm zugleich mit Respekt und doch mit Skepsis begegnet zu sein. Ihr habt ihn respektiert? Er hat mithilfe seiner Fähigkeiten allerlei medizinisches Gebräu hergestellt und gewissermaßen als Arzt agiert. Die Wirkungskraft seiner Heilmittel war geradezu magisch. In seiner Nachbarschaft war er eine Berühmtheit. Von Zeit zu Zeit wurde er sogar Dr. de Victoire genannt. Unter allen Umständen kann man jedoch mit Gewissheit sagen, dass der werte Herr de Victoire keine Hexe war. Wie könnt ihr da sicher sein? Das ist simpel. Herr de Victoire war ein Mann. Naja, dagegen kann ich nicht viel sagen. Interessante Information, oder? Möchte ich jetzt an der Stelle mal einwerfen. Alle Hexen in diesem Spiel sind weiblich. Es gibt keine männlichen Hexen. Das ist ja schon ein bisschen... Also... Naja. Wie soll ich es jetzt ausdrücken? Am besten politisch korrekt. Ich weiß nicht. Es ist in jedem Falle interessant. Sagen wir es mal so. Erleichtert aber auch vieles, weil es natürlich das potenzielle Täterfeld oder die potenzielle große magische Hexe Arcana, es grenzt das Täterfeld ein. Denn wir suchen definitiv nach einer Frau. Punkt. Gut. Gut zu wissen. Sein Leben fand vor 3 Monaten ein rätselhaftes Ende. Ein rätselhaftes Ende? 2 Aspekte seines Todes lassen sich nicht rational erklären. Erstens, der Ort des Mordes. Sein Körper wurde in seiner Wohnstätte gefunden, in der Studierstube. Diese Kammer war verschlossen. Folglich kann das Verbrechen auf nur eine Weise verübt worden sein. Durch Hexerei. Nennt man solche Fälle nicht verschlossener Raumphänomene? Kenne ich aus Detektiv Conan. Hm? Was? Oh, gar nichts. Ehrlich. Und was war der andere rätselhafte Aspekt? Bis dahin waren sämtliche Vorfälle, die mit Hexen in Verbindung standen, in der Geschichte vorhergesagt worden. In der Geschichte vorhergesagt? Mit anderen Worten, vom Schöpfer prophezeit. Jedoch, der Mord an Herrn de Victoire kam in der Geschichte nicht vor. Einen derartigen Vorfall hat es nie zuvor gegeben. Also war das nicht nur der einzige ungeklärte Vorfall in der Geschichte Labyrinthias, sondern auch der einzige, der nicht vom Schöpfer prophezeit wurde. Es lohnt sich bestimmt, in der Sache zu ermitteln. Ihr seid in der Tat unterhaltsam, werter Herr Blaurock. Ihr glaubt im Ernst, ihr könnt diesen Fall lösen, nachdem die Ritter der Inquisition 3 Monate daran gearbeitet haben?
Das nenne ich gesundes Selbstvertrauen. Das wissen wir erst, wenn wir es versuchen. Ihr riskiert selbst das Ziel, der fürchterlichen Rache einer Hexe zu werden. Das war hoffentlich ein Scherz. Nun ja, ihr könnt ebenso gut einen Blick darauf werfen. Wer weiß, womöglich findet ihr gar etwas. Die De Victoire-Residenz befindet sich direkt hinter dem Stadtplatz. Fragt dort jemanden, sie werden euch in die richtige Richtung schicken. Danke, Inquisitor Flamberg. Werter Herr Blaurock, ich nehme an, unsere Schlachten im Gerichtssaal sind alles andere als vorüber. Wir sehen uns also im Gericht. Bis dann, Inquisitor. Hallo, fass vor, putzi putzi pu. Maya, kannst du diesen Köter von mir ablenken? Ich hab die Schnauze voll. Oh, wie schade. Ich hatte gehofft, dass er dich nochmal als blauen Kauknochen missbraucht. Dankeschön, danke. In der Tat. Die Victoire-Residenz wurde bereits von den Rittern der Inquisition untersucht. Ihr verschwendet lediglich eure Zeit, wenn ihr nun dorthin geht. Ach, auf einmal. Eben gerade hat er noch gesagt, naja, kann ja sein, dass wir tatsächlich etwas finden. So, dann gehen wir mal dorthin. Frohen Mutes und so. Gucke ich mich jetzt wieder um oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ich könnte zumindest überall schauen, ob, ja, wieder irgendwo irgendwelche Personen herumstehen. Weil wir so vielleicht nochmal das eine oder andere Rätsel finden. Man weiß ja nicht. Man kann natürlich auch nochmal zu Tante Becky gehen und ihr sagen, dass es Sophie total gut geht. Vielleicht kann man es auch nicht. Ah, baba, alles so hübsch arrangiert. Na gut, dann halt nicht. Könnten wir, wir müssen auch gleich mal ausprobieren, ob wir theoretisch jetzt Professor Layton hinterhergehen könnten. Eigentlich ja nicht. Spätestens beim Tor müsste dann Schluss sein. Und die müssten einen dann sagen, nein, sie dürfen hier nicht entlang gehen. Oh, wer bist du denn? Du bist neu. Aber du bist keine Rätselfrau. Tante Tratsch. Habt ihr Leute Interesse an einem Gerücht? Hä? Ein Gerücht? Was denn für ein Gerücht? Das, junge Dame, ist eine dumme Frage. Es ist nicht an mir, es auszusuchen. Ihr beiden Leute müsst es erraten. Wir müssen es erraten? Ihr meint, wenn wir ein paar Ja- oder Nein-Fragen herunterrasseln, beantwortet ihr sie? Könntet ihr uns vielleicht etwas über den Alchemisten sagen? In Ordnung, aber kein Grund zur Eile. Zuerst wollen wir sehen, welches Gemüse ihr Leute bekommt. Sehen, welches Gemüse wir bekommen? Was meint ihr denn damit? Seht euch das einmal an. Eins, zwei. Welches Gemüse mag heute auf dem Speiseplan stehen? Das wäre ein winzig kleiner Kürbis. Dieses Kerlchen ist klein, selbst für einen winzigen Kürbis. Ah, stimmt. Nun, was diesen Alchemisten betrifft, er war ein außergewöhnlich stattlicher Herr. Und sein Lächeln, das wirkte bei allen Frauen geradezu Wunder. Besser als jede Arznei, sagt man. Hat auch bei mir prima geholfen. Dieses Lächeln hat meinen niedrigen Blutdruck jedes Mal ansteigen lassen. Oh, ist das alles? Nun, das war ein sehr kleiner Kürbis. Das war es für heute, fürchte ich. Ihr meint also, die Heilmittel des Alchemisten haben nicht gut gewirkt? Ich glaube, so meinte sie das nicht ganz. Hab jetzt auch nicht so hundertprozentig verstanden, wie Maya darauf gekommen ist. Aber egal. Tante Tratsch. Keine Ahnung, was ich von ihr halten soll. Ich glaube, ich sehe sie jetzt auch das allererste Mal. Also, kein Schimmer, was das jetzt näher zu bedeuten hat. Was ist denn los? Hast du dich verlaufen oder so? Natürlich nicht. Wieso sollte ich? Hör mir doch mal zu. Habt ihr zwei einen kleinen Jungen in meinem Alter gesehen? Nee, haben wir nicht. Was ist denn passiert?
Wurdet ihr getrennt? Nö, wir wurden doch nicht getrennt. Er ist einfach alleine weggerannt. Oh, verstehe. Naja, wenn wir ihn sehen, bringen wir ihn zu dir zurück. Genau. Er macht sich wahrscheinlich auch ein bisschen Sorgen. Wer hat behauptet, dass ich mir Sorgen mache? Naja, wisst ihr, Hänschen ist so eine jämmerliche Heulsuse. Wahrscheinlich weint er sich gerade irgendwo die Augen aus. Der Schwächling kann echt nichts ohne mich machen. Wenn er krank ist, kann er nicht mal alleine Medizin holen. Also... Kapiert. Es ist doch normal, dass du dir Sorgen machst. Er heißt also Hänschen? Keine Sorge, wir machen das schon. Wenn wir so eine Heulsuse sehen, sagen wir dir Bescheid. Heulsuse finden. Okay. Interessant. Es ist aber auch kein... Es ist kein Rätsel oder so. Das ist irgendwie... Das Hänschen dann... Kann ich wie ein Gegenstand mit mir rumschleppen oder wie oder was? Naja. Für den Moment... Flup, 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 flup. Alle Vögel fliegen weg. Für den Moment... Ja. Keine Ahnung, wo Hänschen ist. Wir können nicht weiter nach rechts gehen. Das ist interessant. Wer warst du nochmal? So ein versnobter Typ, ne? Ach, ihr zwei seid es. Oh, hallo. Wolltet ihr mit uns sprechen? Wie könnt ihr es wagen, überhaupt zu fragen? Da ihr den Hexenprozess dermaßen auf den Kopf gestellt habt, befinden wir uns nun in schönen Schwierigkeiten. In der Geschichte wurde nie zuvor eine Angeklagte für unschuldig befunden. Was meint ihr denn damit? Unschuldige anzuklagen ist ja wohl ein größeres Problem, als euren heißgeliebten Prozess auf den Kopf zu stellen. Was wollt ihr damit sagen? Jene junge Dame wird verdächtigt, die große Hexe Arcana zu sein. Sie zu vertreten, provoziert geradezu den Verdacht auf Komplizenschaft. Das sind falsche Verdächtigungen. Genau. Es gibt nicht mal den Hauch eines Beweises gegen Sophie. Was ihr auch sagt, sie kommt als Täterin am wahrscheinlichsten in Frage. Wie dem auch sei, wenn ich zu lange mit euch spreche, mache ich mich auch noch verdächtig. Ich würde es daher sehr begrüßen, wenn ihr von nun an Abstand halten könntet. Aber du hast uns doch angesprochen. Naja, ist nicht 100% richtig. Ich habe ihn angeklickt. Aber naja, gut. Okay, ja. Oh, jetzt haben wir das erste Mal eigentlich gemerkt. Konsequenz, Konsequenz. Wenn wir Sophie unterstützen, dann sind die Dorfbewohner nicht mehr auf unserer Seite. Das ist interessant. So. Ah, schau mal einer, guck. Da haben wir Hänschen gefunden. Ah. Hier ist das Rätsel. Hey, Nick. Das Kind müsste doch... Hey, du hast recht. Das muss der Junge sein, den das kleine Mädchen gesucht hat. Gut, also reden wir mit ihm. Hallo du, Hänschen. Wer seid ihr? Uns hat gerade ein Mädchen um Hilfe gebeten, eine vermisste Heulsuse zu suchen. Du bist Hänschen, oder? Meine Schwester Greta hat das gesagt. Ja, sie macht sich Sorgen um dich. Ich soll aber nicht mit Fremden reden, sagt Greta immer. Was? Ich meine, ihr könnt mich ja einfach packen und sonst wohin schleppen. Du könntest sogar eine Hexe sein. Naja, da kann man wohl nichts machen. Wir sehen uns, Kleiner. Ach komm schon, Nick. Wir haben es seiner Schwester versprochen. Aber... Wenn ich dann verdächtigt werde, der Komplize einer Hexe zu sein, würde ich den Jungen lieber an einen der patrouillierenden Ritter aushändigen. Na gut, wartet. Könntet ihr ein Rätsel für mich lösen? Hä? Wenn ihr zu den Leuten gehört, die Rätsel lösen können, traue ich euch. Na, das ist doch mal eine Ansage. Wow. Liebe Kinder, hört immer auf Leute... die Rätsel lösen können, denn sie können nur gute Menschen sein. Rätsel 39, Zugunglück, 40 Pikeradwert. Die Züge, die das kleine Mädchen aus Bauklötzen gebaut hat, sind umgestürzt und in ihre Einzelteile zerfallen.
Glücklicherweise sind die Bauklötze der verschiedenen Züge dabei nicht durcheinander geraten. Sieh dir die Teile auf dem oberen Bildschirm genau an und weise die Haufen den jeweiligen Zügen zu. Das ist interessant. So, und wie funktioniert das Zuweisen jetzt? Ach so, dann kann ich dann tauschen. Okay, alles klar. Gut. Ich würde schon mal spontan sagen. Nee, Moment, das war Quatsch, was ich mir jetzt gerade überlegt habe. So kleine Säulen sind bei A und B. Das heißt, dafür kommen nur... oder? Dafür kommen dann nur die Fahrzeuge, die momentan auf B und E stehen, in Betracht. Sehe ich das richtig? Sind die Rollen da bei B und E bei den Fahrzeugen? Also unten jetzt auf dem unteren Bildschirm. Sind die Rollen da gleich groß oder sind die auch nochmal verschieden groß? Sieht ein bisschen seltsam aus, oder? Ich glaube... Boah, nee, das ist echt nicht so einfach. Immer wenn ich denke, dass ich jetzt gerade was Gutes gefunden habe, dann sehe ich, dass es bei einem anderen Bausatz auch stimmen könnte. Ich konzentriere mich jetzt gerade ein bisschen mehr auf die Rollen. Das ist vielleicht mein Problem. Vielleicht sollte ich mich nicht nur auf die Rollen konzentrieren. Beziehungsweise kann natürlich auch helfen, aber... Wobei, nee, Moment. Wir sehen doch, dass der Bausatz E definitiv zu dem hier gehören muss, weil es zwei große Rollen sind. So, das hier ist der einfachste. Okay, das heißt, wir haben jetzt nur noch A, B, C und D. So, D. D muss jetzt... D muss C sein, oder? Es gibt nur ein so ein komisches dreieckiges Klötzchen da und das steht eben oben drauf auf dem Dings da. Gut. Und C muss auch eine große Rolle haben, das heißt, dann muss das sein. So, dann fehlen jetzt nur noch A und B. Die beide total cool aussehen. Und auch da gibt es wieder nur so ein kleines... So muss es stimmen. Auch da gibt es nämlich wieder nur so ein kleines Rechteck bei dem Bausatz B. Beim Bausatz A haben wir zwei Rechtecke. Das eine wird von der Rolle ein bisschen verdeckt, aber egal. Ich glaube, so stimmt's. Die großartige Maya schlägt wieder zu. Nicht schlecht, wenn ich mich mal loben dürfte. Cool. Zügig gelöst. Jetzt kann das kleine Mädchen zu weinen aufhören und weiterspielen. Ja, wie man es nimmt. Weil richtig spielen kann sie mit diesen... Sie kann die Züge zusammenbauen, ja, aber richtig spielen doch nicht. Dann müssen sie die Klötze schon irgendwie zusammenkleben, damit das hält. Das ist toll. Ihr zwei seid doch keine Fremden. Natürlich nicht. Sehen wir etwa wie Fremde aus? Naja... Du siehst selbst nicht komisch aus, aber die Sachen, die du anhast, schon. Hey, Nick, ich glaube, wir sollten gehen. Maya, wir können doch jetzt nicht aufgeben. Schließlich haben wir gerade das Rätsel gelöst. Also, nenn mir nur eine Sache, die an meiner Kleidung komisch ist. Naja, ich könnte dir eine ganze Liste geben. Egal, wir holen deine Schwester. Du wartest so lange hier, in Ordnung? Gut. Ach so, müssen wir jetzt echt noch... gut. Hey, Hänschen, warum hast du meine Hand losgelassen und bist weggerannt? Es tut mir leid, Schwesterherz. Ich wollte nur... Wenigstens sind wir jetzt wieder zusammen. Stimmt's? Haha. Na und? Ist mir doch piepegal. Aber trotzdem, von jetzt an, lauf gefälligst nicht so weg, klar? Klar, Schwesterherz. Siehst du, Problem gelöst. Fühlt sich gut an, Leuten aus der Patsche zu helfen. Selbst wenn, war das ein schweres Rätsel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob wir es überhaupt herauskriegen würden. Ja, aber wir haben das Zeug dazu, Nick. Ich sehe uns schon als absolute Profis in diesem ganzen Rätsellöse-Ding. Wenn wir in einem Verteidigungsfall mal nicht weiterkommen, können wir uns immer noch überlegen, den Beruf zu wechseln. Ich denk drüber nach. Na gut. So, wundervoll. Haben wir den beiden geholfen? Neues Rätsel haben sie nicht für uns. Hey, danke für eure Hilfe. Kein Problem. Ihr beiden bleibt jetzt zusammen, hört ihr? Einverstanden. Ich halte Gretas Hand besonders fest, nur um sicherzugehen, dass sie nicht wegläuft.
Hey, du bist doch verloren gegangen. Sie hat mich gehauen. Hört doch mal auf zu streiten, ihr beiden. Anstrengend. Super anstrengend. Und nervig. Okay, ich würde sagen, bevor wir ein neues Fass aufmachen und das nächste Gebiet erkunden, wo es dann ja quasi weitergeht, ich würde sagen, wir speichern jetzt hier an der Stelle und machen eine Pause. Das halte ich für vertretbar. Ja. Und dann werden wir beim nächsten Mal eben wahrscheinlich die Behausung des Alchemisten unter die Lupe nehmen und dann mal gucken, wo und wie der gute Herr denn tatsächlich verstorben ist. Ja, mal schauen, ob wir daraus irgendwelche Erkenntnisse gewinnen können. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.